Ginger and Roses ist eine Geschichte, die spielt in London 1962 und es handelt sich um diese beiden Teenager-Mädchen, eben Ginger und Rosa, allerbeste Freundinnen. Die haben so eine richtige Teenie-Freundschaft, wie man das so kennt. Man raucht zusammen heimlich, dann knutschen die auch mal, um so zu gucken und reden über Jungs und so. Sehr niedlich, sehr echt. Wir hatten einen Traum, dass wir immer beste Freundinnen sind. Hier steht, dass Jungs keine Mädchen mögen, die zu ernst sind. Und die geraten dann natürlich in diese Wirrungen der Zeit. Also 62 ging das ja dann langsam los mit diesen Antikriegsdemonstrationen. Ich finde, wir müssen was tun. Protestieren, meine ich. Die Politik war verwirrend für die meisten Menschen. Und dann kam noch die sexuelle Revolution dazu. Und während Gingers Mutter eher so der häusliche Typ ist, so die Hausfrau, die möchte, dass die Nachbarn nichts Böses denken, ist ihr Vater ein Freigeist, ein Philosoph, ein Freidenker, der ganz vorne bei diesen Ideen der sexuellen Revolution mit dabei ist. Und das sorgt für mächtig Ärger in der Bude, wie sich später herausstellt, und bringt auch diese Freundschaft zwischen Ginger und Rosa in einen irrsinnigen Konflikt. Und darum geht es in diesem Film. Ich liebte dich, Rosa, doch wir sind verschieden. Du träumst von ewiger Liebe. Ich nicht. Ginger und Rosa hat mir gut gefallen, weil ich gerne diese Teenager-Freundschaften in Filmen sehe. Und die ist da sehr authentisch erzählt. Das macht Spaß zu sehen. Das ist irgendwie sehr rührend vor allem und sehr schön zu sehen. Und ich fand dann die Handlung nachher auch ganz okay. Also, weil Ginger ja dann mehr in diesen Antikriegsbewegung geht und dann diese große Bombe platzt. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon erzählen darf oder ob das zu sehr gespoilert ist. Ich sage jetzt einfach mal Spoiler Alert. Gingers Vater trennt sich von seiner Mutter und kommt dann mit Rosa zusammen. Mit diesem jungen Mädchen, mitten in dieser sexuellen Revolution, ist plötzlich der Vater mit der besten Freundin von Ginger zusammen. Was natürlich diese Freundschaft zerreißt. Und das geht einem so ans Herz. Und das ist so, man kann das so mitspüren und diesen Schmerz so nachfühlen. Was auch noch toll ist, ist Elle Fanning, die spielt ja Ginger, liefert eine unglaubliche Performance in diesem Film ab. Die spielt diese Figur so nah und so authentisch und so mit so viel, die hat so viel Fleisch, diese Figur. Das ist wahnsinnig toll, das zu sehen. Also das hat mich wirklich beeindruckt. Das Spiel von Elle Fanning in Ginger and Rosa hat mich wirklich weggeblasen. An der Stelle kommen wir aber zu meinen Kritikpunkten an dem Film Ginger and Rosa, weil der zwischendurch einfach auch super langatmig erzählt ist. Und sehr viele Pausen macht und sich sehr viel Zeit lässt für manche Dinge. Wohin gegen andere Dinge wieder ganz schnell erzählt. Und das ist so ein bisschen so, die hat ein irrsinnig schlechtes Gespür für Tempo in diesem Film bewiesen oder im Schnitt, wie auch immer. Und das Pacing so, also das gefällt mir gar nicht. Weil das so, ich bin manchmal fast so eingenickt, weil ich gedacht habe, so, oh, jetzt passiert gar nichts. Und dann ging es plötzlich ganz schnell, dann sind so drei Sachen hintereinander passiert und man denkt so, oh wow, oh, was ist denn jetzt los? Und dann, um dann wieder eine Szene ganz lange und langsam zu erzählen. Das hat genervt. Ich glaube, dass das ein super Film ist, um sich den mit seinen pubertierenden Kindern anzugucken. Vor allem Töchter werden da, glaube ich, ein hohes Identifikationspotenzial sehen. Wow, habe das ausgesprochen, ohne absetzen zu müssen. Die müssen sich natürlich auf diese 60er-Jahre-Welt einlassen. Das können vielleicht nicht alle, aber wenn die das können, dann kann denen das, glaube ich, ganz viel geben. Und den Eltern auch, um so einen Dialog zu finden. Ich gebe Ginger and Rosa 3 von 5 Klerasil-Fläschchen. So, wer sich jetzt mal selber angucken will, wie Ginger and Rosa aussieht und aussehen, der klicke hier auf den Trailer zu dem Film. Und hier unten haben wir noch die Kritik zu einem anderen Teenie-Film eigentlich, nämlich Beautiful Creatures. Ein ganz toller Teenie-Film. Der hat ein Budget von 60 Millionen gehabt, Beautiful Creatures. Ein Budget? Ist der so? Der ist sehr glossy. Der sieht schon schick aus. Ich habe ja als Teenager, habe ich mir einmal selber eine Flasche Klerasil gekauft. Weil das ja, ich glaube jeder Teenager hat sich schon, also zumindest zu meiner Generation, hat sich jeder Teenager irgendwann mal Klerasil gekauft. Das haben wir benutzt, hat gar nichts genützt. Stinkt halt wie, kannst du auch einen Nagellackentferner in die Fresse schütten. Also ich habe da nicht so, aber ich hatte auch nie ein riesengroßes Akne-Problem. Vielleicht lag es daran. Vielleicht habe ich gedacht, ich krieg davon welche.
hatte immer ein Bartwuchsproblem. Ich habe sehr schlechten Bartwuchs. Habe ich als Jugendlicher sehr drunter gelitten. Das ist bei hellen Haaren, ja. Soll ich euch noch mehr aus meiner Teenagerzeit erzählen?